Moin, grüß euch. Ich bin der Julian, ich studiere hier im ersten Semester Humanmedizin. Ich mache das Ganze mal ein bisschen kürzer. Also wenn ihr euch dafür entscheiden möchtet, hier anfangen zu studieren. Es ist sehr schön hier in Bratislava, die Stadt an sich ist sehr schön. Ihr könnt euch hier das alles gerne angucken. Macht euch keine Sorgen über das Englisch, falls ihr Schiss davor habt, auf Englisch zu studieren. Es ist alles gar kein Problem. Ihr bekommt das schnell hin. Die Leute sind alle sehr, sehr nett. Es ist ein guter Zusammenhalt in den Gruppen. Und schaut es euch einfach an, es würde euch bestimmt gefallen. Tschüss! Hallo, grüß Gott, meine Damen und Herren und liebe angehende Studenten. Mein Name ist Konstantin. Ich komme aus Österreich, Salzburg. Ich bin über die Agentur MedSK hergekommen, beziehungsweise Andrea, letztendlich auch genommen worden an der Comenius-Universität. Studiere seit einem Monat hier und ich muss sagen, es ist wunderbar. Man kann sich über nichts beschweren. Die Universität ist etwas älter, aber sie wird demnächst renoviert werden. Die Professoren sind gut, die Stadt ist großartig, man hört mehr Englisch und Deutsch als Slowakisch hier. Ja, die Partys sind großartig, der Alkohol ist billig und wenn man lernt, dann funktioniert das Ganze auch. Ja, das war's dann auch schon. Ich kann das Ganze nur weiterempfehlen, Dankeschön. Hi, ich bin Ekel, ich studiere jetzt seit diesem Jahr, seit 2 Monaten hier Humanmedizin in Bratislava und ich muss sagen, es war die beste Entscheidung, die ich eigentlich fällen konnte. Ich wollte so schnell wie möglich nach dem Abitur anfangen, Medizin zu studieren und ist natürlich mit einem Abiturschnitt von 2,1 nicht möglich in Deutschland oder kaum. Und dann kam ich eben über die Agentur von der Andrea über MedSK hier nach Bratislava und ich fühle mich einfach super wohl. Ich war am Anfang ziemlich skeptisch, was es angeht hier, Slowakei, Bratislava hat man noch nicht gehört, war man noch nicht. Jedoch ist es eine wunderschöne Stadt mit super Möglichkeiten. Man hat super viel Spaß hier, die Leute hier. Das ist ein super Zusammenhalt zwischen diesen 250 ausländischen Studenten. Es macht super Spaß hier und langsam beginnt auch der Ernst des Lebens und man muss auch wirklich viel lernen. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, hierher zu kommen. Dankeschön. Hallo, mein Name ist Chiara. Ich studiere im ersten Jahr Humanmedizin hier an der Comenius-Universität in Bratislava. Und ja, auch von mir nochmal, es ist echt die schlauste Entscheidung, die man treffen kann, wenn man sofort anfangen möchte, Medizin zu studieren. Es ist eine super schöne Stadt, man braucht keine Angst haben, dass man da irgendwo in den Osten landet. Das Englisch ist echt, also wir kommen alle super klar. Die Andrea hilft einem da echt super. Es ist schlauste, auch mit Andrea zu gehen. Und ja, es ist echt eine weise Entscheidung, nach Bratislava zu gehen. Ich kann es immer nur weiterempfehlen, hier hinzukommen. Okay, ich bin der Lukas und klar, ich bin jetzt Erstsemester in Bratislava, habe dieses Semester angefangen und ich muss sagen, es ist eine großartige Entscheidung gewesen. Bratislava ist eine wunderbare Stadt und die Bevölkerung, auch vor allem die weibliche Bevölkerung, ist sehr reizvoll und sehr freundlich. Natürlich ist es am Anfang, vielleicht macht es einem Angst, in ein fremdes Land zu gehen und auf Englisch zu studieren und so weit weg von zu Hause zu sein, aber es vereint uns alle, dass wir den Mut aufgebracht haben und dass wir jetzt alle als Gruppe zusammen natürlich einen riesen Zusammenhalt haben und die Erfahrung zusammen machen. Dobre den, mein Name ist Bjarne Langenberger. Ich studiere hier in Bratislava an der Comenius-Universität Zahnmedizin. Und einfach mal zu sagen, ist eine unglaublich schöne Universität hier. Ich persönlich habe entschieden, ich möchte studieren gehen, ohne möglichst lange zu warten in Deutschland. Dann bin ich hier persönlich mit der MedSK-Organisation hergekommen, was mir mein ganzes Leben, auch die ersten Monate hier, unglaublich erleichtert hat, bei der Wohnungssuche und allem. Und ich kann es euch nur empfehlen. Und unser zahnmedizinischer Studiengang hier ist unglaublich familiär und schön. Man lernt viele neue Leute kennen und man lernt auch sehr viel in den Vorlesungen, in den Practicals. Ein Vorteil ist, dass man hier an der Universität schnell und sehr viel ins Praktische geht bei der Zahnmedizin. Und demnach kann ich es euch nur empfehlen, hierher zu kommen. Dobri den, ich bin der Harun und bin im ersten Jahr des Humanmedizinstudiengangs der Comenius-Universität in Bratislava. Ich wollte euch ein wenig über die Stadt und über die Universität erzählen. Zunächst einmal, ich stand vor, genauso wie ihr auch jetzt, vor 1,5 Monaten vor der Entscheidung, okay, was machen nach dem Abitur, habe ich mich dann für Bratislava entschieden. Und ich muss sagen, diese Stadt, das war die beste Entscheidung, die ich treffen konnte. Diese Stadt hat unheimlich viel zu bieten. Einfach, man kann hier sehr gut feiern gehen. Die Menschen sind sehr, sehr offen. Die Universität ist sehr, sehr gut. Es wird einem hier viel gelehrt. Man wird persönlich betreut von den Professoren. Man lernt sie mit der Zeit kennen und merkt so auch, dass hier die Menschlichkeit ganz, ganz groß geschrieben wird. Ich kann es euch nur wärmstens empfehlen, auch nach Bratislava zu kommen. Und wie schon vorhin erwähnt, war es die beste Entscheidung, die ich hier treffen konnte. Dankeschön.